So, my Loves, ich habe es dann auch endlich mal geschafft, nach Wochen euch das Video zur Tattoo-Entfernung zu schneiden. Ich saß jetzt ein paar Stündchen dran, aber es hat sich gelohnt. Meine Mundrose ist irgendwie seit gestern wieder ein bisschen am Ausflippen. Let's see, ob es besser wird. Das Video lädt gerade hoch. Thumbnail ist schon fertig. Leute, ich bin so proud of dieses Thumbnail. Es ist so gut geworden. Und für Sonntag werde ich euch morgen, also morgen schneide ich den Vlog für Sonntag. Und ja, dann haben wir es auch, ne? Leute, ich habe noch nie in meinem Leben Tofu zubereitet und wir werden heute Räuchertofu zusammen vorbereiten. Falls ihr übrigens eine gratis HelloFresh-Box haben wollt, schaut den Link in der Infobox nach. Ich zeige euch das nicht, weil das irgendwie eine Kooperation ist. Ich zahle selber dafür. Ich kriege nur so gesehen dann einen Teil Rabatt auf meine nächste Bestellung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, falls ihr das probieren wollt, umsonst, klickt auf jeden Fall auf den Link. Wir werden jetzt das zubereiten und ich bin gespannt, wie es schmeckt, weil ich habe ein, zweimal Tofu in meinem Leben gegessen. War nicht so unbedingt meins. Deswegen, wir testen es heute selber gemacht. Und was wichtig ist, ich muss es, glaube ich, durchbraten, weil nicht durchgebraten mag ich das gar nicht. Ich muss sagen, seitdem ich mit HelloFresh koche, ich habe richtig Spaß am Kochen. Also, ich muss auch zugeben, dass desto öfter ihr mit HelloFresh kocht, desto mehr versteht ihr auch das Kochen. Desto mehr versteht ihr auch, wie man Soßen zusammensetzt und wie einfach es ist, ausgefallenere Gerichte zu machen, die richtig lecker schmecken, aber halt nicht dieses Standard sind. Und ich liebe es. Also, ich finde es wirklich krass, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich sage, mir macht Kochen Spaß. Aber ich schwöre euch, Leute, seitdem ich HelloFresh benutze, macht mir Kochen tatsächlich Spaß. Und mittlerweile koche ich sogar am liebsten Suppen. Also ich liebe es, neue Suppen auszuprobieren. Suppen schmecken mir mega gut und ich habe früher Suppen gehasst, Leute. Ich dachte immer, früher Suppen ist so eine Beilage, aber zum Beispiel diese Brokkolisuppe von HelloFresh ist super. Also die ist so lecker, die werde ich auch auf jeden Fall nochmal selber machen. Ich habe danach einfach schon Cravings. Crazy. Es waren noch ein, zwei Suppen dabei, wo ich sagen muss, okay, die haben jetzt nicht so gut geschmeckt. Aber ganz ehrlich, Leute. Probieren geht über Studieren. Und das Witzige ist, ich habe heute noch ein Video auf Instagram geteilt, wo so ein kleines Mädchen ganz, ganz viel gegessen hat, wo der Kommentar halt dazu stand. Ja, warte, bis sie älter wird, dann ist sie nicht mehr so ausgewogen. Ich war auch so als Kind, Leute. Ich habe immer alles gegessen. Ich habe alles probiert. Ich habe alles gegessen. Meine Eltern waren aber auch nie vor mir, dass die so gesagt haben, so i oder isst das nicht, mach das nicht. Ich durfte alles essen und probieren, was ich wollte. Und das war wirklich gut. Klar habe ich mittlerweile auch meine Präferenzen, dass ich bestimmte Sachen esse und bestimmte nicht. Ich muss sagen, dieser Tofu sieht gerade aus wie Gehirn. Das wäre zum Beispiel etwas, wenn ich ein Kind hätte, würde ich das nicht vor dem Kind sagen. Also dieser Tofu sieht halt. Oh. Oh. Sieht halt echt nicht gut aus. Man merkt, ich habe echt noch nie Tofu in der Hand gehabt. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, woraus das gemacht ist. Weiß ich nicht. Muss man das irgendwie waschen? Nein, oder? Muss man Tofu waschen? Ich hoffe nicht. Boah, ich weiß nicht, ob ich das da direkt reinmachen soll. Also ich glaube, ich mache es direkt rein, weil wir müssen es ja essen. Aber ich bin gespannt, Leute. Also wie gesagt, ich habe zwei, dreimal Tofu gegessen in meinem Leben. Es hat mir nie krass gemundet. Voll oft waren aber auch die Stückchen viel zu groß. Deswegen, wir probieren es jetzt ein allerletztes Mal. Entweder es wird was oder es wird nichts. Oh. Das Brettchen runtergeschmissen, auch gut. Ich habe gerade schon die Nudel probiert, aber noch nicht den Tofu. Hier ist Tofu. Ich liebe auch diesen Punkt, wie ich gerade aussehe, ganz schlimm. Nee. Mm-mm. Nee, Leute, ich sage euch ehrlich, Tofu wird es nicht für mich. Schade. Schade, schade. Das Gericht an sich ist okay, aber ich finde jetzt nicht, dass das beste Gericht überhaupt ist. Also es ist okay, man kann es essen, definitiv. Es wird auch gegessen. Aber ich brauche dieses Sauerkraut nicht, ich brauche diesen Tofu nicht. Nee. Und dieses keine Soße und nur diese Sachen, für mich immer ganz schwierig, weil ich liebe Soße. Gerade meine Haare eingewickelt und ich habe ja den The Hair Bliss. Das Problem ist, dass meine Haare einfach zu rutschig sind. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier rutscht alles raus. Ich werde versuchen, damit zu schlafen. Let's see. Aber ich bestelle mir jetzt auf Amazon ein Heatless Curl Dingen. Also zwei verschiedene. Einen, der mit einem Knopf unten zugeht und einen, der nicht zugeht, den du einfach so binden kannst, weil
Das ist so diese Einhornmethode, wo du eigentlich das Ding nach unten hängen lässt. Das Problem ist, das rutscht mir aber alles aus dem Haar raus. Und ich möchte eine Heatless Curl Variante, gerade jetzt, wo ich mir Extensions eingesetzt habe, die für mich funktioniert, auch über Nacht. Das Problem ist, wie gesagt, Satin, alles gut und schön, schädigt die Haare nicht. Das ist auch toll und ich liebe das. Aber meine Haare halten da dran nicht. Mir rutscht alles die ganze Zeit wieder raus. Ich weiß gar nicht, wofür ich das jedes Mal eindrehe. Eigentlich könnte ich das auch jetzt wieder rausholen, weil es macht halt einfach keinen Sinn. Also ich zeige euch das jetzt mal. Ich werde das jetzt rausnehmen, weil ich bestelle mir gleich sowieso, wie gesagt, ein neues. Beziehungsweise zwei verschiedene neue. Und ihr seht das. Guckt mal bitte, wenn ich jetzt ziehe. Das wäre toll, wenn es funktionieren würde. Daher, dass das Ding aber safe über Nacht sowieso rausrutschen würde, bringt mir das nichts. Deswegen muss ich mir jetzt eine Variante raussuchen, die für mich funktioniert. Gerade auch mit den Extensions. Und wie gesagt, ich möchte ein bisschen auf Hitze verzichten. Und ihr seht, es würde ein super tolles Ergebnis geben. Das Problem ist einfach, das Material ist einfach zu rutschig für meine Haare, weil meine Haare einfach zu glatt sind. Meine Haarstruktur ist ja, ich habe feine und viele Haare. Aber es rutscht einfach davon ab. Und ich weiß, dass es extra dafür gemacht ist, dass es nicht rau zu den Haaren ist, weil auch Cotton reibt zum Beispiel an euren Haaren und kann eure Haarstruktur schädigen. Aber es bringt mir nichts, wenn das nichts bringt, wisst ihr. Deswegen, ich bestelle mir jetzt mal zwei. Die sind aus Samt von Amazon. Wie gesagt, eins, was man zuknöpfen kann und das andere, was man zumachen kann. Eins ist mit einem Cotton Filling und das andere war irgendwas anderes. Und ich werde beide mal ausprobieren und gucken, was mir besser gefällt, weil ich will eine Variante finden. Ich habe keine Lust mehr, mit ungestylten Haaren jeden Tag rumzurennen. Ich will meine Haare über Nacht stylen. Ja, deswegen, ich brauche eine Variante und daher, dass das für mich leider nicht funktioniert. Ich habe es jetzt zum 100. Mal probiert. Wenn ich das Ding seitlich mache, funktioniert es überhaupt nicht für mich, weil ich dann gar nicht schlafen kann. Deswegen, diese Einhorn-Variante ist schon ganz gut, aber ich brauche etwas, wo meine Haare dran halten, auch wenn ich sie dran wickle. Deswegen, ich werde es jetzt bestellen und dann für euch testen. Leute, ich muss euch nochmal diese Empfehlung geben. Fancy Food in Mülheim. Es ist das Beste. Also guckt euch mal bitte diese Arbeit an. Ihr seht wieder, es ist gerade frisch gemacht worden. Ich liebe es einfach. Diesmal habe ich mir das Baguette mit Falafeln bestellt. Bin ich super gespannt drauf. Und das Essen sieht amazing aus. Leute, wisst ihr, wie fantastisch das duftet? Ich habe heute einen Topf gemacht. Und das riecht einfach nur fantastisch. Ich glaube, die Kartoffeln sind jetzt auch durch. Ich war nämlich gerade noch mal kurz mit den Hunden draußen. Einfach nur lecker aus. Ich freue mich da sehr drauf. Da kommt eigentlich noch Grünkohl rein. Ich werde das aber so machen, dass jeder sich das dann selber drauf machen kann, weil ich weiß nicht, ob ich Grünkohl mag. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gegessen habe. Ja, deswegen, das ist das Essen für heute. Hier seht ihr es nochmal als HelloFresh-Gericht. Grünkohl-Curry-Eintopf mit Kartoffeln. Sehr, sehr nice. Leute, wie lecker sieht es bitte aus? Mein Gott, I love it. Ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Also wie gesagt, Grünkohl habe ich jetzt erstmal nicht reingemacht. Das ist so meine Probierschüssel, Schale und ja. Leute, das Buch von Sophia Gesab ist eine absolute Buchempfehlung von mir. Das Buch war der Wahnsinn. Der Schreibstil war unfassbar toll. Und gerade für Mädels, die was erreichen wollen, ein ganz, 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 ganz tolles Buch. Also absolute Leseempfehlung von mir. Und ja, schaut euch das Buch mal an. Leute, heute ist Taco Time. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so happy war wie gerade in diesem Moment. Aber es hat sich eine Sache aus dem Januar geklärt. Morgen gibt es noch die Endklärung dazu. Ja, ich bin gerade wirklich happy und mir fällt gerade nicht nur ein Stein, sondern so richtiger Mount Everest fällt mir gerade vor meinem Herzen. Wow. Okay, Leute. Wir müssen diese emotionale Nessa endlich mal wieder einpacken hier auf YouTube, weil das funktioniert nicht. Ich bin gerade so happy. Also das Ding ist, ich kann darüber jetzt nicht reden, was es ist, aber und im gleichen Zuge kam eben der dritte Band von Never Be My Love an, beziehungsweise Never Be My Date, Never Be My Enemy and Never Be My Love. Ich bin super gespannt. Übrigens, diese Bücher sehen so unfassbar toll aus. Ja, die werde ich jetzt gleich mitnehmen. Ich werde jetzt alle Sachen für morgen packen. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt, aber wir werden morgen ein Fotoshooting machen. Ich freue mich so dermaßen darauf. Und das Ding ist, ich bin halt echt so kurz davor, meine Haare heute wieder dunkel zu tönen, weil irgendwie, also jetzt gerade sieht es auch echt nicht schlecht aus, ne? Ich muss auch sagen, ich hatte auch mit meiner Freundin drüber gequatscht,
Ich finde die Farbe sehr schön. Gerade so ungeschminkt und so weiß wie eine Wand, wie ich gerade bin. Aber so fertig gemacht für die Bilder, die wir vorhaben, glaube ich, hätte ich gerne nochmal dunkle Haare. Und werde, glaube ich, heute auch meine Haare nochmal dunkel tönen. Wir haben ja gesehen, die Tönung geht sowieso komplett wieder raus. Und diesmal ging es auch relativ schnell. Deswegen werde ich wahrscheinlich dunkle Tönung mitnehmen, heute meine Haare tönen. Ich will meine Nägel machen, weil dieses Rot irgendwie, ich kann es nicht mehr sehen. Das Ding ist, meine Fußnägel sind auch rot und ich habe das eigentlich nie, dass ich meine Fußnägel nicht mache. Aber ich glaube, ich werde heute keine Zeit dazu haben, weil ich will meine Nägel wieder in so einem leichten Rosé machen und halt wieder rund, also wieder Tipps drauf machen. Aber halt nicht so lang wie davor, logischerweise, weil ich habe ja jetzt die Schulung auch Ende dieser Woche. Und ich freue mich so, Leute. Oh, ich komme gerade gar nicht klar, das ist wirklich alles so richtig überfordernd für mich, wie dieses Jahr gestartet hat. Ihr habt es ja auch in den letzten Vlogs mitbekommen. Also das war echt nicht ohne für mich. Und ja, deswegen bin ich gerade umso froher, dass manche Dinge keine zu 100% positive Wendung nehmen, weil ich wirklich, Leute, ich werde jetzt alles einpacken. Ich werde auch die Outfits für morgen rauslegen, die ich mitnehmen muss. Und ich glaube, ich werde das erste Mal die Tasche von Shein packen. Die ist ja eigentlich auch zum Reisen gedacht. Und werde die so packen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Weil dann kann ich nämlich da sogar meine Kleiderbügel mit reinmachen. Und dann schauen wir mal, wie gut die zum Transportieren ist für morgen, ne? Ja, ich würde sagen, ich packe jetzt mal alles. Und dann mache ich mich auf den Weg, dass ich meine Nägel mache, meine Haare töne, meine Haare wasche. Und alles für morgen vorbereite. Ich freue mich gerade riesig. Die Mäuse liegen hier auch. Die Maus ist an ihrem Ständchen am Knabber. Meido hat sich schlafen gelegt. Und ich bin gerade einfach nur happy. Ich bin gerade einfach nur happy. Warte, wir mussten eine kurze Kuschelpause einlegen. Weil der Wert hier heavy schmust werden möchte. Nun, du bist Schmusebärchen. Schmusebärchen. Übrigens überlege ich, ob ich die Blumen nicht austausche gegen Rosane. Ich habe ja so einen riesengroßen rosanen Bouquet. Ich bin jetzt auf dem Weg zu der Tankstelle, wo ich Bellas Blumen gekauft hatte, weil ich dieselben Blumen gerne nochmal für das Shooting morgen hätte. Jessica besorgt nämlich auch Blumen für morgen. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Blumen, können Detailbilder machen, das wird richtig nice. Ich war jetzt gerade noch bei der Post, habe mein Paket weggebracht. Ich wollte eigentlich tanken, aber ich denke, mir tanken wird wahrscheinlich morgen günstiger. Ich habe nämlich noch drei Striche, aber ich tanke halt immer gerne voll. Deswegen gucken wir mal morgen, ob es günstiger ist, wenn ich dann nicht morgen voll. Ich habe nämlich jetzt auch gar keinen Bock, auch wenn ich gerade schon ausgestiegen bin. Und ja, ich bin jetzt wie gesagt auf dem Weg zu der Tankstelle, wo ich letztes Mal war. Das war irgendwo in Kalk. Ich muss sagen, ich weiß die Adresse nicht mehr genau. Deswegen habe ich jetzt so eine circa Adresse rausgesucht gehabt. Und mal gucken, ob es die Tankstelle ist. Vielleicht habe ich einen Volltreffer, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich habe übrigens schon alles ins Auto gepackt. Ihr seht da hinten meine ganzen Shooting-Sachen. Ich habe in der Ikea-Tüte hier neben mir noch meine Handtasche, meine Schuhe und ein paar Schuhe habe ich da, wo ich jetzt gleich wie immer hinfahre. Da muss ich heute noch meine Nägel machen. Ich hatte überlegt, ein Lashlifting zu machen, aber ich hatte eben gar keine Lust, weil ich muss heute noch meine Haare tönen, meine Fingernägel machen, ein Video schneiden, was heute am besten auch noch online kommt. Das werde ich gleich machen, direkt wenn ich ankomme. Kochen, was auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist so witzig. Ich habe die Mäuse ja eigentlich in der Tasche, geht aber gerade nicht, weil hier alles vollgepackt ist. Und der Kleine sitzt jetzt einfach hinter der Tüte, hat es so richtig bequem da reingelegt und liegt gerade einfach da und schläft. Zucker. Ja. Leute, ganz, ganz wichtig, eure Hunde immer in der Tasche tun, wenn ihr Auto fahrt. Falls irgendwas passieren sollte, safety first. Und ja, ich fahre jetzt wie gesagt zur Tankstelle, gehe die Blumen holen, werde mir wahrscheinlich noch einen Red Bull holen, was ich eine Ewigkeit nicht mehr getrunken habe, aber ich brauche heute, glaube ich, einfach mal ein bisschen Energie. Und morgen gehe ich mit Jessie einfach einen Kaffee holen. Ich habe nämlich Bock auf Kaffee und den Kaffeebecher können wir auch noch fürs Shooting nutzen, das ist ganz gut. Und ja, ich bin gespannt, wie die Tönung nachher rauskommt. Ich habe die Tönung übrigens jetzt in so einen separaten Tiegel reingemacht. Und mal schauen, ne? Mal schauen. Ich bin gerade einfach 20 Minuten gefahren, nur um diese Blumen zu holen, exakt diese Blumen. Und? Die haben die Blumen nicht. Ich heule doch. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Egal, ich fahre jetzt zu Aldi. Ich muss sowieso noch Toilettenpapier und so holen. Und dann gucke ich da, ob die Schöne haben. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob Jessica schon Blumen geholt hat oder nicht. Weil wenn ja und wir holen dieselben, wäre halt doof. Ja, deswegen schlecht. Leute, wir probieren jetzt zusammen einfach diese XXL Heidelbeeren. I love it. Bin übrigens wieder zu Hause und war eben noch kurz bei Aldi. Hab diese Heidelbeeren gefunden.
Ich habe keine Blumen geholt, weil die haben mir irgendwie nicht gefallen. Also ich habe einen Strauß gesehen, der war okay, aber der war auch nicht atemberaubend. Und ich wollte halt so diese atemberaubenden blauen Blumen. Ja, okay. Let's try some XXL Heidelbeeren. Mmh. Mein Gott, I love it. Leicht säuerlich. Süß. Schmeckt mir irgendwie nicht so ganz nach Heidelbeeren, weil Heidelbeeren sonst immer so ein bisschen nicht nichtssagend. Ich mag Heidelbeeren. Aber irgendwas fehlt sonst. Und das, was sonst fehlt, ist diesmal da. Mein Gott, I love. Nice. Ich würde sagen, wir starten mit Nägeln, weil das jetzt erstmal das Einfachste ist. Und wir machen heute wieder Tipps dran. Ich werde meine Nägel auch rund feilen, weil ich einfach diese runde, leichte Mandel sehr, sehr liebe. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Tipps benutzen werde oder die, weil ich muss die so oder so feilen. Ich schaue gleich mal. Also die werden auf jeden Fall einfacher, wenn ich die ein Stück nach vorne klebe. Dann muss ich aber auf den Übergang achten. Wir gucken gleich mal. Ich finde sowieso allgemein, wenn ich mit Tipps arbeite, das erste Mal werden die nicht so schön wie das zweite Mal. Aber wir schauen gleich. Vielleicht kriegen wir es heute auch perfekt hin. Und ich würde sagen, entweder ich benutze die Farbe Juliana von Alisa Nails oder die Farbe Creme Brûlée von Neonail. Ich schaue gleich mal, wie mein Mood ist. Ich habe Creme Brûlée noch nie benutzt. Juliana ist ein Ton, der hat so ein leichtes Glitzer drin. Ich gucke gleich mal, wonach mein Mut ist. Auf jeden Fall Nägel machen ist Glow Up Punkt Nummer 1. Ich dachte mir, ich zeige euch die Farbtöne mal, damit ihr wisst, wovon ich rede. Das hier ist die Farbe Creme Brûlée, ein wunderschöner Farbton. Und das hier ist die Farbe Juliana. Und ihr seht, hier ist halt wirklich so ein bisschen Glitzer drin. Ich weiß nicht, welchen Vibe ich heute mehr fühlen werde. Irgendwie tendiere ich gerade zu Creme Brûlée, aber ich muss das auf dem Nagel sehen. So, Nägel sind vorbereitet. Ich habe jetzt die Tipps rausgesucht. Ich nehme jetzt doch die, weil ich bin dann einfach schneller fertig und ich werde die ein Stück weiter nach vorne kleben und dann anrauen. So, Tipps sind drauf auf beiden Seiten. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen feilen. Ihr seht da vorne diese, seht ihr das? Das muss ich noch abfeilen. Ich werde die Zahl von unten wegfeilen und den Kleber, der mit runtergelaufen ist, noch mit wegfeilen. Und oben den Übergang besser feilen. Und ich denke, ich werde die Farbe Creme Brûlée benutzen, aber ich gucke mir das Ganze gleich erstmal an, wie das auf dem Nagel aussieht. So Leute, I did it. Ich bin so okay zufrieden, sagen wir so. Also ich weiß nicht, ich hatte auf jeden Fall schon mal bessere Nägel. Auch ihn hier habe ich gar nicht so gut gefeilt. Ich habe keine Ahnung. Also diesmal ist wirklich semi die Farbe. Farbe Creme Brûlée von Neonail gefällt mir aber sehr, sehr gut, wie man sieht. Also wirklich ein wunderschöner Farbton. Ich mag auch die Länge meiner Nägel, aber ja, die Form habe ich auf jeden Fall manche Nägel verkackt. Ja, ich denke mal, nächstes Mal wird es auf jeden Fall besser. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Aber ich bin kurz davor, meine Haare jetzt wieder dunkel zu tönen. Das Ding ist, ich kann es ja zur Not immer wieder rauswaschen. Also ist ja jetzt nicht schlimm. Ich habe halt nur eine Clip-Interesse drin. Das gestaltet das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich bin irgendwie hin und her gerissen, aber irgendwie denke ich mir gerade so, just do it. Du hast nichts zu verlieren. Ich hoffe nur, die Extensions nehmen die Farbe genauso gut an. Mein Baby. Sie ist Babymaus. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Bad und betöne meine Haare. Ich benutze übrigens dieselbe Tönung wie immer von Schwarzkopf, dieses Color Glossing in Schokobraun. Tönung ist drauf. Leute, das war eine reine Katastrophe. Also wenn ihr Fliesen habt, die leicht einfärben können, don't do it. Ich lasse die Tönung jetzt mal anderthalb Stunden drin. Mal gucken, wie dunkel es zieht, weil ich hatte schon Bock auf so ein bisschen dunklere Haare. Die Frage ist, ob ich mir Flecken reingefärbt habe oder nicht. We will see. Ja, ich finde meine Nägel sehr toll. Das Ding ist, ich wollte ja eigentlich selbst Bräune auftragen. Ich überlege aber, das nicht zu machen, weil ich habe keine Lust. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich habe das Ganze jetzt ausgewaschen und werde das jetzt föhnen. Übrigens, was an, nicht wundern. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Leute, wir bedenken, meine Haare sind noch nicht mal gestylt. Und wie gut ist es bitte geworden? I mean, I love it. Morning in the morning. Leute, ich habe so gut geschlafen.
Oh mein Gott, ich habe so gut geschlafen. Ja, Milo ist gerade am Durchdrehen. Die kleinen Mäusis müssen raus. Ich gehe jetzt auch mit denen raus. Die haben auch bis gerade geschlafen, richtig tief und fest. Die kleinen Sissis. Und mein Selbstfreund ist gut durchgezogen. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mich schnell erstmal abduschen. Dann machen wir meine Haare und dann schminken wir uns. Weil ich drehe meine Haare heute, glaube ich, nicht bis oben hin ein. Und wenn ich Locken mit kleinen unten drin habe, weiß ich nicht, wie ich duschen soll. Leute, ich habe eben etwas entdeckt und wenn ich es bestellt habe, ich werde es euch zeigen. You will see. So, Leute, Make-up sitzt. Leute, ich habe jetzt so lange gebraucht, ihr wisst nicht. Ich werde jetzt noch meine Haare machen, eindrehen und dann fahre ich los. So, Leute, I'm on my way. Ich sehe so witzig aus, ne? Das Lustige ist, wenn die Leute so ins Auto gucken und sich so denken, meint sie es ernst? Ja, ich meine es ernst, weil ich will, dass meine Locken blasten, bis ich mich umgezogen habe und mein erstes Outfit anhabe. Weil meine Locken halten genau 3 Sekunden. Okay? Und diese 3 Sekunden muss ich heute ausnutzen mit einem guten Bild. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem Weg. Wir fahren heute ins Schloss Betzberg. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Falls ja, lasse ich es drin. Meine Freundin arbeitet nämlich dort. Und macht dort auch sehr gerne und sehr regelmäßig Bilder. Und deswegen dachte ich mir, können wir das ja auch zusammen machen. Also ich glaube, ich kann noch einiges von ihr lernen, weil sie hat so richtig drauf, was so diese Detailed-Bilder angeht. Ich werde euch Instagram mal hier rein verlinken, sie weiß von nichts. Also falls ihr rüber geht, bestellt den dicken Kuss von mir, okay? So Leute, wir sind jetzt hier in der Stadt und jetzt seht ihr auch mal, wie meine Haare aussehen. Seht ihr das? Die sind so je nach Licht. Dunkler, heller. Ich habe jetzt doch schon vorher rausgemacht, weil wir sind in die Stadt gegangen und ich wollte jetzt nicht zu DM und zum, wie heißt es, zum Bäcker und zum Rewe mit Lockenwicklern flitzen. Deswegen habe ich die kurz rausgenommen und ich habe bei DM noch ein paar Sachen geholt und wir haben uns beim Bäcker noch Essen geholt. Wir werden jetzt essen, Kaffee trinken und dann starten mit Bildern. Die, guck mal, wo wir sind. Ich finde es so toll. Ich fühle mich einfach wie so im Paradies gerade. Ja. Oder so in New York. Also dieses, das da gibt mir so richtige New York-Vibes. I love it. Ja, Leute, das wird guten Content geben. Also wenn ihr mir jetzt nicht auf Instagram folgt, dann müsst ihr leider deabonnieren. Ist das reicht. Kann nicht mehr. Ich mache hier mal Sexy-Timer-Einstellung mit Licht runter. Es ist so geil. Okay, das war ein bisschen wenig Licht. Das ist so geil. Ich finde es heute sehr angenehm. Ich nicht. Meine Hände sind einfach rot. 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 Okay, aber die Bilder sind toll geworden. Das Ding ist, ich habe 3 Outfits von 5, ne? Mhm. Ne, 4. Mit der Cardigan. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber wir fahren jetzt zurück. Ist der Kaffee? Nee, der ist leer. Okay. Glaube ich. Mach ich du die Heilige mehr weg, sonst kullern die gleich das ganze Auto. Okay. So, aber ich muss sagen, dieses Schloss ist wirklich. Ich hätte hier auch Inspo ohne Ende. Das ist so kalt. Ich weiß nicht, ob ihr mich gerade überhaupt seht. Es war so ein produktiver Tag heute. Wir haben so unfassbar viel geschafft. Das war wirklich toll. Wir haben so tolle Bilder hinbekommen. Ich bin so happy und es hat so Spaß gemacht, endlich mal mit jemandem Bilder zu machen, den ich, also wo ich die Person dann auch fotografieren kann, wo nicht nur ich was von dem... Ach Leute, ich muss ja hier mal ganz kurz Lichter machen. Wo nicht nur ich was von dem Tag habe, sondern mein Gegenüber auch, weil... Ich habe es gehasst. Ich war immer dankbar dafür, wenn ich Freundinnen hatte, die gesagt haben, hey, komm, lass zusammen Bilder machen oder ich fotografiere dich, gar kein Problem. Aber du kannst den Leuten dann nichts zurückgeben, weißt du? So, du versuchst auf verschiedenen anderen Bereichen dann den Leuten was zurückzugeben, aber es macht halt viel mehr Spaß, wenn du mit jemandem Bilder machen gehst, der dieselbe Leidenschaft hat, der dann auch fotografiert werden möchte. Und man fühlt sich dann auch nicht schlecht, noch 5-mal zu sagen, so, ey, kannst du das vielleicht nochmal machen, anstatt wenn das halt nicht da ist, wisst ihr, dann seid ihr manchmal so, dass ihr dann sagt, so, hey, ist egal, scheiß drauf, wir haben schon Bilder gemacht, du wirst sowieso genervt irgendwann. Und jetzt bin ich auf dem Weg zurück nach Hause. Ich muss morgen zu mir nach Hause die ganzen Sachen abladen und mir ist eben aufgefallen, dass mein Kofferraum hinten an einer Stelle die ganze Zeit nass wird. Schlecht, ich muss mal fragen, woran das liegt und zur Not mir so eine, wie nennt man das, wie so eine Kunststoffplatte oder sowas holen, dass das nicht durchgeht, weil das ist natürlich schlecht, wenn du Shooting-Sachen da reinpackst. Hatte jetzt Glück, dass ich diese Leder- oder Fake-Leder-Tasche von Shein mit dabei hatte, wo nichts durchgeweicht ist, aber für meine Sachen, die halt teuer sind,
wäre das halt nicht so geil gewesen. So, deswegen Leute, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich freue mich, wenn ich zu Hause bin, weil ich bin echt durch. Dann gucke ich meine Bilder weiter durch, weil ich hatte eben noch exakt 1% Akku. Und ich freue mich so krass darauf, wenn wir im Sommer dahin fahren. Und das Heftige ist, ich würde dort an diese Stelle, wo wir waren, sogar alleine hinfahren und Bilder machen, weil da kein Schwein ist. Also da sind zwar Leute, die aus dem Fenster gucken wahrscheinlich oder dich dann beobachten, aber I don't give a fuck. Es war so cool. Es hat so Spaß gemacht, Leute. Ihr wisst gar nicht. Ich habe das so lange nicht mehr gehabt, dass ich so einen Spaß bei einem Shooting hatte. Ja, und jetzt wie gesagt, ich bin auf dem Weg nach Hause. Eigentlich müsste ich tanken. Ich wollte halt schon den ganzen Tag tanken, aber irgendwie, ich bin heute zu faul zum Tanken. Ich bin halt so eine Maus geworden. Ich tanke mittlerweile immer voll. Und ich habe noch 2 Striche und ich denke mir gerade so, wir tanken einfach morgen in Ruhe voll, weil ich habe gerade wirklich gar keinen Bock. Und ja, ihr Mäuse, ich würde sagen, ich melde mich später. Ich bin übrigens sehr, Schulterklopfer an mich, sehr stolz auf mich, dass ich so regelmäßig auch vlogge für euch. Und ich hoffe, euch gefällt der Content, weil ich versuche auch jetzt wieder ein bisschen mehr rauszugehen. Und am Wochenende ist ja auch meine Schulung für die Hairstroke-Technik. Da habe ich ja im März den kompletten Monat zum Modellpreis gemacht. Ich habe, glaube ich, noch 2 Termine, weil mir eine heute abgesprungen ist, die einen Reha-Termin bekommen hat. Also, falls ihr Interesse habt, schreibt mir gerne per WhatsApp. Ich schreibe euch meine Nummer mal hier rein. Falls ich noch einen Termin frei habe, bekommt ihr den, wie gesagt, noch zum Modellpreis. Ansonsten gelten die Preise von der Preisliste und ich freue mich so krass auf diese Technik. Das wird einfach andere Liga. Wir sind zurück zu Hause. Der ist immer noch am Schlafen. Seht ihr, wie müde der ist? Zucker. Wir haben uns morgen zu einem neuen Shooting verabredet. Ich weiß gar nicht, ob ich mich gestern zu Hause nochmal gemeldet habe. Ich glaube nicht. Ich war gestern so durch. Ich war wirklich anders müde gestern. Und ja, wir treffen uns morgen, haben noch ein Shooting, weil ich am Freitag die Mäuse zu meiner Tante bringen muss, weil ich ja Samstag, Sonntag auf der Schulung bin und ich muss ja Samstag unnormal früh los und dann kann ich nicht hin und her fahren, nur um Hunde wegzubringen. Deswegen bin ich am Freitag dann alleine und Samstag, Sonntag habe ich wie gesagt meine Schulung. Ich habe noch so viel zu erledigen, auch heute. Ich bin richtig durch und ich muss heute noch die ganzen Vorschulungsaufgaben machen, weil ich 2 Tage jetzt hinterherhänge. Ich habe die ganze Zeit jeden Tag eine gemacht, habe ich aber die letzten Tage immer einen Tag übersprungen, dann an einem Tag 2. Und ich wollte heute einfach so viele machen, wie ich schaffe zu machen, damit ich das ganze Thema so gesehen durch habe, weil ich morgen wahrscheinlich auch super platt nach Hause kommen werde. Obwohl wir morgen nicht so viele Outfits shooten werden wie heute. Und ich werde auch für morgen ein bisschen schlauer packen, wenn man das so sagen kann. Also man lernt ja immer wieder dazu. Und Leute, ich bin so hyped auf mein Feed. Ihr wisst nicht. Also ihr habt wirklich keine Ahnung. Falls ihr mich wirklich unterstützen wollt, was so Instagram angeht oder Jessicas Seite mal anschauen wollt, dann schaut hier auf jeden Fall mal rein. Die süße Maus hat so einen tollen Feed, Leute. Ich liebe dieses Ästhetische und das Witzige ist, wir kamen dann darüber ins Gespräch und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht zusammen Bilder? Und ja, jetzt sind wir nicht nur Freundinnen, jetzt sind wir auch so gesehen, wie sagt man, befreundete Content Creator? Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich riesig darüber. Und ja, ich werde jetzt gleich mal nach Hause fahren, dann Outfits für morgen packen, die Outfits von gestern wieder einräumen, logischerweise. Meine Schulungsoutfits mitnehmen, weil ich nicht weiß, ob ich es vor Samstag, Sonntag nochmal nach Hause schaffe. Alle Sachen für die Schulung, die ich noch brauche, die ich nicht hier habe, mitnehmen. Und ja, dann bin ich auch schon ready. Also ich freue mich übertrieben auf morgen. Ich habe überlegt, morgen, entweder mache ich meine Haare morgen am Anfang auf und mache mir dann einen Zopf. Oder ich mache mir direkt einen Zopf. Weil ich habe eigentlich jetzt nicht Bock, nochmal meine Haare komplett zu waschen. Also ich würde sowieso morgen mein Deckhaar waschen. Die Frage ist, reicht das, um meine Haare zu stylen? Ich weiß es nicht. Ich muss aber auch sagen, seitdem ich die Extensions-Tresse drin habe, ist es okay. Die ersten Tage war es super angenehm. Seitdem ich die gewaschen habe, ist es so okay. Ich überlege auch nach der Schulung zu probieren, ob ich die Tresse rausbekomme. Weil dann würde ich nämlich den Kleber abmachen und mir dort wieder Clips dran machen. Weil dann kann ich die einfach einsetzen, wenn ich will. Ich weiß nicht warum. Ich finde einfach, wenn ich meine Extensions reinmache und diese 3 Tressen habe, also hier eine 2er, hier eine 2er und hinten eine 3er-Tresse, sitzt es einfach am besten. Ich weiß nicht warum. Und das Ding ist, ich habe ja gesagt, ich will, wenn überhaupt, eine Tresse ringsrum. Das ist auch okay. Das Ding ist, das ist halt jetzt nicht so ein Volumen, wie wenn ich sonst 2 Tressen ringsrum machen würde, weil ich die ja in der Hälfte aufgeteilt habe. Übrigens sind meine Haare auch nicht komplett dunkel, sondern ihr seht das, ich habe die nicht perfekt eingetönt. Aber kann man ja auf Bildern alles bearbeiten. So, deswegen, ich würde sagen, ich melde mich später. Übrigens, ich liebe euer Feedback zu den Bildern. Und falls ihr mir, wie gesagt, noch nicht auf Instagram folgt und Jessica auch noch nicht, dann tut es gern.
Leute, ich hatte heute nicht mal Zeit, mich irgendwie umzuziehen oder so, weil ich den ganzen Tag unter Strom bin. Und ich war bis gerade jetzt unterwegs, habe jetzt die Sachen fürs Shooting gepackt für morgen. Wir treffen uns doch erst später, weil die Maus doch länger arbeiten muss, was aber nicht schlimm ist, weil ich dann das erste Mal früher hinfahre alleine und das erste Mal alleine Bilder mache. Zumindest mache ich die Detail-Shots schon mal, dass ich da schon mal weiter bin. Dann habe ich mir gestern Snacks geholt und ich habe diese Snacks vergessen. Und ich freue mich gerade so krass, weil neue Folgen von Liebe macht blind sind draußen. Die werde ich jetzt gucken, meine Snacks essen, mein Getränk trinken. Und ich freue mich einfach so krass, Leute. Ja. Ich bin richtig motiviert. Ich habe übrigens morgen meinen allerersten Therapietermin um 10 Uhr, weil wir uns ja eigentlich um 13 Uhr treffen wollten. Dachte ich, mache ich mich ab 11 fertig, aber ist nicht schlimm. Ich werde dann so aufstehen, dass ich von 10 bis 11 meinen Therapietermin habe, dann vielleicht noch ein paar Aufgaben erledigen und mich dann in Ruhe fertig machen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später, wenn ich Liebe macht blind geguckt habe. Ich muss unbedingt meine Linse gleich mal sauber machen, weil ich habe irgendwie Make-up da drauf. Ich weiß nicht, wie ich das gestern hingekriegt habe. Ich würde sagen, bis später. So Leute, ich hatte gerade meine erste Therapiestunde und es war so gut. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl, sagen wir so. Ich kann euch meine Therapeutin auch gerne mal in die Videobeschreibung setzen. Das ist eine ganz, 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 ganz süße und es hat richtig gut gevibed. Also sehr, sehr toll. Das Ding ist, Leute, ich bin gerade so ein bisschen nachdenklich und ich muss sagen, seit 2 Tagen er hier geht mir maximal auf den Keks. Die Kleine hat ja schon seit fast 3 Wochen ihre Tage, das kleine Mäuschen hier. Und seit 2 Tagen dreht er am Rad. Bibi, du bist ihr Bruder. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber du kannst keine Babys in die kleine Maus machen. Das funktioniert nicht, auch wenn du es den ganzen Tag lang versuchst. Ich muss sie momentan einfach wegsperren in so ein, wie heißt das, in ihre kleine Box. Aber ich muss sagen, Mia mag die Boxen sehr gerne. Die geht auch immer freiwillig rein. Milo eher nicht so, deswegen tue ich sie meistens in die Box, damit sie halt ihre Ruhe hat. Und das Problem ist bei Milo, der würde sogar aus einem Alcatraz-Gefängnis ausbrechen, weil der kommt aus jeder Tasche raus. Ich weiß nicht, wie er das macht. Der kriegt einfach in jeder Tasche den Reißverschluss auf. Das Ding ist, er nervt mich zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite tut es mir so leid, weil ich gerade niemanden hier habe, wo ich meinen Hund hinbringen könnte. So, heute haben wir auch noch ein Shooting. Das heißt, ich werde das entweder so machen, dass einer von den beiden im Auto bleibt und wir einen währenddessen mitnehmen. Oder ich beide im Auto lasse und beide in Taschen mache. Weil wenn Milo ausbricht, dann ist wenigstens nur einer draußen. Das Ding ist, sie hat zwar eine Pampers an, aber er zieht so stark hinten, wenn er sie festhält, dass ihre Pampers gefühlt immer fast vorm Abgehen ist. Seht ihr das? Ja, der hört halt auch nicht auf. So, ich würde sagen, ich entspanne mich jetzt noch so eine halbe Stunde und wolltest du auch Hallo sagen? Ja, mein Schatz, ich weiß. Für dich ist auch anstrengend. Ich habe dich schon verstanden, mein Hase. Ja, ich entspanne jetzt noch so eine halbe Stunde und dann fange ich an, mich fertig zu machen, weil wir haben ja heute Shooting Day und ich freue mich einfach sehr. Ich bin gespannt, wie viel wir heute schaffen und ich werde wahrscheinlich meine Haare heute zutragen, muss aber auf jeden Fall mein Deckhaar waschen, weil wir sehen, ist fertig. Ja, deswegen mal schauen, wie ich gleich meine Haare mache. Die kleine Maus will schmusen. Schmusi. So, Leute, ich habe jetzt mein Deckhaar gewaschen, was ein bisschen mehr ist als nur ein bisschen Deckhaar. Habe mein Gesicht gepeelt. Es ist wieder da. Hier unten auch. Aber ich habe gerade frisch mit diesem Lumispa bin ich drüber gegangen. Muss ich, damit ich nicht diese trockenen Hautfetzen habe. Und ja, ich mache mich jetzt ready. Können wir ganz kurz über diese Haarlänge reden? Was würden wir dazu sagen? Ist keine cute. Ich muss das hier nochmal föhnen. Ich hoffe, meine Locken sind gut geworden. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte die nur noch innen drehen. Aber ich muss sowieso nachher einen Zopf machen für manche Bilder. Ich bin aber jetzt fertig gemacht und ich finde, mein Make-up ist gelungen. Übrigens trage ich heute meine Wimpern in Elegant zur Hälfte. Und ich muss sagen, I love it. Meine Haut, schwierig. Also mit Make-up geht's natürlich, aber Make-up sollte eigentlich nicht der Sinn der Sache sein, ne? Leute, ich bin am Tatort zurück. Heute Tag 2. Meine Nase läuft ein bisschen. Das heißt, wir stopfen jetzt erstmal Papier in meine Nase. Hätten wir auch im Auto machen können, aber ich habe vergessen. Ja, deswegen, wir machen jetzt alleine Bilder und es ist gerade ganz cringe, hier alleine zu sein. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich alleine ein Shooting mache.
Scheiße, jetzt ist die Tür zugefallen. Jetzt musst du ich muss gleich einfach ums ganze Schloss laufen. Egal. Ja, auf jeden Fall ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich alleine Bilder mache. Aber ich mache jetzt erstmal alleine diese Detail-Shoots. Ich bin angekommen. Ich habe schon so ein paar Detail-Shots gemacht und warte jetzt auf Jessica. Die müsste jetzt jeden Moment vorbeikommen. Und ich chill so lange kurz im Auto. Es ist schon relativ frisch draußen. Ich muss aber sagen, diesmal habe ich eine Fleecehose an und das ist sehr schau. Das Licht heute für Selfies ist nicht so geil. Es ist zu trüb. Also es fehlt Sonne. Wenn ein bisschen Sonne ist, ist perfekt, weil dann kannst du richtig geile Selfies machen. Jetzt nicht so Überblendung, Überbelichtung, aber wenn so ein bisschen Sonne ist, ist schon nice. Ja, ich warte jetzt hier. Ich habe jetzt auch meine Jacke ausgezogen. Babymaus ist auf meinem Schoß. Maido ist in Gewahrsam da drin, damit er mal Ruhe gibt. Die haben beide was Süßes in ihrem Sinne bekommen. Ich will das Wort jetzt nicht sagen. Und er hat heute Morgen nicht gefrühstückt. Er hat das, was ich ihm gerade gegeben habe, nicht gegessen. Also er ist komplett auf Essensentzug, freiwillig, und will sie die ganze Zeit rammeln. Super anstrengend. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Und ich freue mich gleich, wenn wir die anderen Bilder machen. Wie gesagt, das Outfit, was ich gerade habe, dafür brauche ich dann nur noch so gesehen Outfitbilder. Und mal gucken, wo wir die diesmal machen. Eigentlich wäre es auch süß hier vorne so. Wir gucken gleich mal. Und ja, wie gesagt, ich warte. So Leute, wohlverdientes Essen. I'm on my way home. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Frisur nicht öfter trage. I love it. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Werde mich jetzt gleich abschminken und Türkisch lernen. Ich habe seit zwei Tagen habe ich kein Türkisch mehr gelernt, Schande über mein Haupt. Aber momentan, mein Kopf ist so voll, weil ich so viel zu tun habe und so viele Aufgaben habe. Ich hoffe, ihr hört mich gerade übrigens, weil mein Handy mit dem Dings verbunden ist. Und ja, ihr Mäuse, ich würde sagen, ich melde mich dann später. Es war so erfolgreich, dieses Shooting, ihr wisst nicht. Und ja, ich würde sagen, bis später. Leute, ich war den ganzen Tag heute unterwegs. Gestern war das Shooting. Ich sehe heute aus, als wäre ich durch irgendeinen Häcksler gelaufen. So richtig lost einfach mit der Welt. Ich bin auch die ganze Zeit die restlichen Übungsaufgaben für die Schulung am Machen. Ich kann nicht mehr. Ich bin gerade so durch, mental einfach ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt noch drei Lektionen vor mir, wovon eine noch Übungsaufgaben enthält. Den Rest kann man, glaube ich, einfach so gucken. Ich muss gleich noch meine Haare waschen, vorbereiten. Ich wollte mir jetzt was zu essen bestellen, damit ich wenigstens was esse. Da muss ich noch ein YouTube-Video schneiden. Sind wir schon bei drei Sachen, die ich machen muss. Alles für morgen rauslegen. Und ich sag euch ehrlich, ich bin ja eigentlich bei Schulungen immer perfekt fertig gemacht, gestylt etc. Alles gar kein Problem. Aber ich überlege morgen, entweder ungeschminkt oder fast ungeschminkt, dass ich nur meine Augenbrauen mache, zu gehen. Weil ich kann nicht mehr. Ich bin einfach richtig durch. Das Ding ist, übermorgen ist ja der Tag, an dem wir auch an Modellen arbeiten. Und an dem Tag würde ich mich fertig machen, weil wir da auch Videos gegenseitig von uns drehen, haben wir schon gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich bin so kaputt. Das Ding ist, Milo hat mich diese Nacht, die Mäuse habe ich auch schon zu meiner Tante gebracht. Milo hat mich diese Nacht einfach die ganze Nacht bis 8 Uhr morgens wach gehalten, weil Mia ja ihre Tage hat und der ist am Durchdrehen. Ich kann nicht mehr. Ich habe diese Nacht, wenn es hochkommt, vielleicht 2 Stunden geschlafen, weil ich die ganze Zeit aus dem Schlaf gerissen. Oh, ich kann nicht mehr reden. Weil ich die ganze Zeit aus dem Schlaf gerissen wurde, weil er die ganze Zeit so. Hat auch nicht aufgehört. Ja. Jetzt sitze ich hier, bin fertig mit der Welt. Dachte, ich wäre 3 Stunden früher zu Hause. Habe für einen Weg von eigentlich 1 Stunde 3,5 Stunden gebraucht. Cool. Ja, und jetzt sitze ich hier, habe gefühlt keine Zeit mehr und würde am liebsten noch 24 Stunden an meinen Tag dranhängen. So Leute, mein Essen kam gerade an. Ich habe mir einmal Mac and Cheese bestellt. Dann habe ich gefragt, ob die mir 2 Pizzabrötchen dazu tun. Und das haben sie gemacht, sehr lieb. Ich habe noch einen Beef Wrap mit Teriyaki bestellt. Also einen Beef Teriyaki Wrap. Ich hatte kurz einen Mental Breakdown, weil mir das alles gerade zu viel ist. Die ganze letzte Woche. Das war einfach super viel. Ich versuche wirklich in jedem Bereich so 130% zu geben. Ich fühle mich aber gerade einfach komplett überlastet und überfordert. Ich habe gerade nicht mal Kraft, duschen zu gehen. Aber ich muss jetzt duschen, weil ich das morgen früh überhaupt nicht mehr schaffe. Oh. Holy moly.
Okay, ich trinke jetzt mein Glas Wasser aus, dann geht's für mich Haare waschen, duschen. Dann hoffen wir, dass meine Haare morgen gut sitzen, weil ich werde die in dieses Lockending das erste Mal eindrehen. Das wird ein Versuch. Wenn es klappt, dann klappt's. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann muss ich halt einen Zopf tragen. Bis später, bis morgen. Ich weiß es gerade nicht, weil ich bin echt absolut anderes Ende kaputt. Ich habe halt diese Nacht wirklich wegen Milo gar nicht geschlafen. Ich vermisse die Mäuse. Ja, schwierig. So, Leute, ich sehe richtig fancy schmancy aus. Ich hoffe, das wird was. Ich habe mir jetzt diesen tollen Einhorn-Dingsy-Dingsy gemacht und habe mir hier einen Lockenwickler reingedreht. Let's see, hier fehlt mir schon eine Locke, ist ja schon mal super. Und dann schauen wir mal, was wird. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin zwar jetzt gerade wieder wach, ich trinke aber jetzt ein Glas Wasser. Und dann lege ich mich hin, ich bin nämlich absolut erledigt. Und ich muss morgen, ich glaube, wann war das, 6.30 Uhr oder so aufstehen. Ich heule doch, egal. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Ich habe so semi-gut geschlafen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe so lange gebraucht, um einzuschlafen, weil ich wieder 80 Milliarden Gedanken hatte. Ja, deswegen. Ich freue mich jetzt schon, Montag einen freien Tag zu haben, um Montag einfach den ganzen Tag von morgens bis abends zu schlafen. Ne? Ja. Ich würde sagen, ich schmink mich jetzt mal und dann gucken wir uns mal meine Locken an. So, Ladies, ich würde sagen, let's open my hair. Und lasst uns mal gucken, ob das was geworden ist oder nicht. Weil ich weiß es gerade noch nicht. So, ich habe hier drei Haargummis drin. Sieht nicht schlecht aus. Sieht ganz und gar nicht schlecht aus. Okay. Ich muss auf jeden Fall meine Haare gleich nochmal durchkämmen. Aber das machen wir gleich, wenn ich da bin. Ich muss nämlich jetzt losfahren. Noch einen Kaffee holen, Leute. Sonst packe ich das heute nicht. Warte. Hängen wir jetzt original fest? Hey, wie gut. Hä? I mean, what? Okay, dann wollen wir mal gucken, wie der ganze Spaß den ganzen Tag lang hält. Weil gerade sieht es richtig gut aus. Jetzt nochmal richtig im Spiegel angucken. So, und hier vorne wird auf jeden Fall sitzen, weil das habe ich ja nicht nur so reingemacht, sondern auch geföhnt. Ja, das war klar, dass das gut sitzt. Okay. Okay, let's go. Hey, nice. Wow. Wie gut sind bitte diese Locken geworden? Wenn das jetzt noch den ganzen Tag hält, dann Jackpot. Aber es sieht echt gut aus und ich habe nicht mal durchgekämmt, gar nichts gemacht. Ich warte jetzt, bis ich da bin, dann kämme ich durch. Leute, wir sind da. Eine Minute, dann sind wir da. Ich kann nicht mehr. Das irgendwie war die Autofahrt total anstrengend. Kennt ihr das? Manche Autofahrten fühlt ihr die Musik und manche Autofahrten fühlt ihr die Musik nicht. Heute hatte ich so einen Tag, da habe ich es gar nicht gefühlt. Cool. Ja. Deswegen, ich bin jetzt da. Viel früher als geplant. Ich dachte eigentlich, ich bin so viertel vor da. Wir haben einfach 7 Minuten vor halb. Cool. Ja. Ich suche jetzt einen Parkplatz. Das Gute ist, ihr könnt hier umsonst parken. Ich bin so gespannt auf das Hotel. Ich war da halt noch nie zum Übernachten, halt immer nur für die Schulungen. Aber das Hotel, das ist das Hotel Falk. Hotel Falk and Schede. Sehr, sehr schönes Hotel, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, ich melde mich gleich drinnen oder auch nicht. Nee, Leute, Spaß beiseite. Also, so jetzt erstmal einen Parkplatz. Ich habe auch einen gefunden. Muss dann noch ein Ründchen machen. Ich habe Hunger. Ich wollte mir heute Morgen an der Tankstelle was zu essen holen und dann sagte sie zu mir, wir haben Samstag. Natürlich haben wir nichts zu essen da und ich denke mir so, wusste ich jetzt nicht, dass nur weil wir Samstag haben, nichts zu essen haben, so als wenn LKW-Fahrer samstags nicht unterwegs sind. Egal. So. I'm arrived. Nee, ich bin arrived. I don't know. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal rein. Meine Haare sitzen heute echt amazing. Ich muss sagen, ich bin mir immer noch unsicher, was meine Haarfarbe angeht.